Hallo, guten Morgen, ihr Lieben. So, jetzt wird es Zeit, dass wir eine Power entwickeln. Und zwar eine fokussierte Power. Ich möchte heute Abend einladen um 18 Uhr zu einer Divine Healing Power Sessions für unsere Welt, für unsere Gesellschaft, für alle Menschen. Und dabei geht es wirklich darum, diese Wahrheit hinter diesem ganzen Spuk zu erkennen. Unsere Energie auf diese Wahrheit zu richten, auf diese Wahrheit zu richten, wer wir sind als Menschen, wer wir sind als Menschheit, wer wir sind als göttliche Intelligenzen, die eben nicht durch Angst gesteuert werden müssen. Und wir sind absolut out of power, wenn wir in Angst und Horror verharren. Und ich möchte diese Divine Healing Power Session mit euch machen, euch eine Anleitung geben, die ihr täglich machen könnt, um euch in Verbindung zu halten mit der Wahrheit, um euch in Verbindung zu halten mit der Power, um unsere wahre Power nicht wegzugeben gegen an diesen Spuk der Angst, an diese ganzen Horrorgeschichten, sondern wir dokumentieren die Wahrheit, wir dokumentieren die Gesundheit, wir dokumentieren die Gesundheit unserer Menschheit, wir dokumentieren die Gesundheit unserer Gesellschaft, unserer Politik. Und nur wenn wir unsere Power immer wieder dorthin bringen und auch wenn wir im Außen abschweifen, wir müssen zurückkommen, dort wo die Wahrheit ist, dort wo unsere Power ist und dann kann sie uns nie mehr genommen werden. Und ich hoffe, ihr könnt alle dabei sein. Ich werde es natürlich hier posten, da dran lassen, solange es dran bleibt, dieses Video, damit ihr euch das immer wieder anschauen könnt, damit wir Wahrheit, Liebe, Power boosten. Auch wenn es im Außen so übelst aussieht, wir müssen uns jetzt zusammenreißen und dürfen uns nicht von dieser Lüge abbringen lassen und uns immer wieder finden, zentrieren, die Wahrheit dokumentieren, energetisch, jeder für sich, so oft wie möglich. Jetzt machen wir es heute Abend zusammen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Teilt die Einladung, teilt den Zoom-Link. Ihr braucht kein Video anzuschalten, ihr braucht nichts zu sagen, ihr braucht nur dabei zu sein, eure Power fokussieren und zu lernen, das zu tun, so oft wie möglich, weil wenn wir das alle tun, jeden Moment, der es uns möglich macht, dann können wir dieses Rad sehr schnell umdrehen, weil wir sind nicht ausgeliefert. Wir sind nur dann ausgeliefert, wenn wir darauf einsteigen und wenn wir uns ausgeliefert fühlen und wenn wir diesem Spuk Glauben schenken und sagen, ja, das ist wirklich unsere Realität. Diese Illusion, die wir gerade leben, ist genauso wie eine Illusion der Krankheit, ist genauso wie eine Illusion der Arbeit, der Armut. Und wir können das ändern für uns, jeder, für sich und wir alle zusammen. Also, sei dabei heute Abend 18 Uhr. Es wird nicht lange dauern, eine halbe Stunde. Und ihr könnt diese Praktik für euch anpassen, eins zu eins übernehmen. Aber jeder muss etwas haben, wo er sich dran festhalten kann und wo er die richtige Energie in die Welt bringt. Und Energie ist Information. Und niemand kann sich schützen vor der Information der Wahrheit, wenn sie auf ihn eindonnert. So funktioniert Heilung. So macht es auch Dr. Joe Dispenza in seinen Retreats, wenn er Liebe, Heilung, Wahrheit auf die Menschen beamt und plötzlich Wunderheilungen geschehen. Vergesst das nicht. So passiert es. So ist unsere Power, so müssen wir es machen. Und lasst euch nicht davon abbringen. Das ist das einzige Job, den ihr habt. Jetzt keine Panik, kein Klopapier kaufen, whatsoever, sondern die Wahrheit beamen, die wahre Energie beamen und dann kommen wir da schnell raus. Okay? Also, ich warte auf euch. Zoom-Link ist gepostet heute Abend 18 Uhr und jetzt ist Schluss mit dem ganzen Zeugs. Ich habe echt keinen Bock mehr dazu zu diskutieren, sondern wir müssen machen, machen, machen. Okay? Also teilt den Link, ladet Leute ein, macht alles möglich, arbeitet selber dran, bildet eure eigenen Fokusgruppen für das, was die Wahrheit ist und lasst euch nicht runterziehen. Bitte, 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 ihr wisst es besser. Jetzt geht's dran, das umzusetzen. Es geht dran, es
bedingungslos, kompromisslos anzuwenden, whatever außen gerade so macht, okay? Das ist unsere Power, wir haben sie, du hast sie, jeder hat sie. Diese Power ist gerade in die falsche Richtung unterwegs und wir müssen sie drehen, okay? Alles klar, ihr Lieben, bis heute Abend, tschüss.